Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum WWE Intercontinental Champion. Darren Young ist wieder mal großartig geworden und er kämpft gegen The Miz, weil er die Battle Royale um den Number One Contender für den Intercontinental Championship gewonnen hat. The following contest is scheduled for one fall and it is for the Intercontinental Championship. Let's make Darren Young great again! Well, this guy looks eager to add some gold around his waist. Let's see if he can do it. Well, I guess it's no secret how this Tampa crowd feels. I believe in Darren Young, and I want him to be great again! You can feel the intensity level inside the arena rising. Man, I can't wait to see these two square up in one-on-one action. Introducing the challenger, from Miami, Florida, weighing in at 239 pounds, Darren Young. And his opponent, residing in Hollywood, California, weighing in at 221 pounds, he is the Intercontinental Champion, The Miz. We are seconds away from the start of this title match. Und es geht los im Rennen um den Intercontinental Championship. Und wir haben uns für... Ich dachte, sie kann Roadbreak machen. Wir haben uns für The Miz entschieden. Ich weiß nicht, was Darren Young jetzt hier gerade macht. Und zwar, weil ich dachte, also ich habe mir halt so gedacht, okay, Darren Young, great again, dann wird er jetzt auch vielleicht was gewinnen, also den Intercontinental Titel. So, und dabei dachte ich mir dann so, nee, du lässt ihn jetzt noch nicht den Titel gewinnen, weil ich bin der Meinung, dass die haben ja kaum Story darum aufgebaut, dass dieses Match komisch ausgehen wird, aber The Miz trotzdem gewinnt, weil Maurice oder so eingreift oder Darren Young irgendwie am Seil war, aber der Ringrichter es nicht gesehen hat. Und deswegen glaube ich, weil Darren Young great again wieder ist, gewinnt er den Titel beim SummerSlam. Darauf werden sie noch warten. Jetzt müssen sie natürlich auch da mitdenken, dass die dann wahrscheinlich
entweder beide zu SmackDown oder beide zu Raw gesteckt werden. Also wer von denen auch immer zu diesem Roster hinzugefügt wird, der bleibt dort auch. Ja gut, das ist jetzt halt so eine Sache, du weißt halt vorher nicht. Also du kannst halt sagen, okay, wenn die beiden jetzt in die gleiche Sendung kommen, also wenn jetzt zum Beispiel Darren Young und The Miz zu SmackDown gehen, dann kannst du jetzt schon voraussagen, dass die Fehde weitergehen wird. Also zumindest für die nächsten paar Pay-Per-Views. Mann, ey, der geht mir auf die Nerven, bitte. Ja, halt diesen Coach von Darren Young und halt Maurice habe ich natürlich nicht dabei. Weil beide müsste ich mir downloaden oder erstellen. Und ganz ehrlich, warum soll ich es mir schwierig machen, wenn ich es auch einfach haben kann? Ist natürlich vielleicht realer dann dadurch, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, dann machen wir mal unseren Signature. Zack, machen wir mal das Skull Crushing Finale. Ja, Darren Young hat die Battle Royale gewonnen, um halt Number One Contender zu werden. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das als letztes war, auf jeden Fall hatten zwei sich zum Schluss gleichzeitig eliminiert. Auf jeden Fall war Baron Corbin dabei, aber war das Apollo Crews, der noch mit runtergeflogen ist? Naja, auf jeden Fall waren zwei gleichzeitig. Darren Young hat sich nur noch umgeguckt und hat sich gewundert, ich habe gewonnen, ja gut, habe ich die Chance auf den Titel. Und sein Coach hat sich halt gefreut. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Und Battleground ist allgemein jetzt nicht ein schlechter Pay-Per-View, aber ich muss sagen, letztes Jahr hat mir einiges besser gefallen als dieses Jahr. Also was bisher so abging, war wirklich, naja, war einfach so langweilige Stories, die es noch nie gab. Das Schlimmste finde ich an der Story zwischen Brock Lesnar und Randy Orton. Also ich sag, okay, ist ein cooles Match beim SummerSlam, aber warum zur Hölle? Alter, was ist denn jetzt los? Warum zur Hölle machen die das so scheiße? Warum warten die nicht zur Hölle noch zwei Wochen oder so, bis Randy Orton wieder fit ist und sagen dann, okay, wir bauen jetzt eine richtige Feder auf, Brock Lesnar kommt raus und sagt, ey, ich baue hier einen Gegner für SummerSlam, traut sich erst keiner und dann kommt Randy Orton ganz cool raus und verpasst ihm RKO oder so. Oder die kloppen sich halt so, dass Randy Orton immer noch ein bisschen gut dasteht. Also dass halt was gegenhalten kann. Was machen sie stattdessen? Sie gehen einfach in irgendeine andere Gesprächs, weiß ich nicht was es war, Lounge und sagen, wir werden jetzt herausfinden, wer der Gegner für Brock Lesnar ist. Oh, es ist Randy Orton. Wow, da hätte man viel bessere Sachen rausmachen können. Was machen die da draus? So eine Kacke. Braucht kein Schwein. Ich will mal kurz gucken, ob ich einen Catching-Finish habe. Talentless, nein, habe ich nicht. Gut. Da müssen wir halt so ein bisschen damagen. Zack. Und. Komm. Bam. So. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass ich es schade fand, dass The Miz eigentlich die letzten paar Pay-Per-Views halt einfach so sozusagen nichts machen musste, während die anderen halt immer um ihre Titel kämpfen müssen. Und anstatt dann zu sagen, okay, The Miz muss jetzt noch ein Titelmatch kriegen. Also muss jetzt seinen Titel verteidigen bei Raw oder so. Nein, stattdessen machen sie irgendwie. Ja, hier kommt der Battle Royale. Also, hä? Warum jetzt Battle Royale? Gut, so. Das wären die letzten zwei Finisher, glaube ich. Schätze ich. Weiß ich nicht. Hoffe ich. Das mache ich jetzt weiter. Meine ich. Werde ich. Sein Tun haben. Habe du sogar. So, Pin. Und gewonnen. Cover. 1, 2, 3.
One in a million is the only way to describe this match. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. Folgen drei Skull-Crushing-Finales, Alter. Und wir hätten schon nach dem zweiten aufhören können, aber... Ja. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Das war das Intercontinental Championship Match. Und habt noch viel Spaß auf meinem Kanal. Würde mich bedanken, falls ihr ein Abo da lasst. Und er bleibt Champion. Ja, habt noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, was ihr als nächstes guckt. Vielleicht guckt ihr auch als nächstes die Battleground-Sachen. Bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Match.